Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die folgende Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy. Liebe Zuschauer, schön, dass Sie Brennpunkt eingeschaltet haben. Ja, es gibt in Bayern sehr gute Politiker und heute habe ich einen Herrn hier, den Sie wahrscheinlich alle kennen, der ehemalige Generalsekretär der CSU, Wirtschaftsminister in Bayern, Finanzminister, Herr Huber. Ich freue mich auf unsere Sendung. Freue mich auch. Sehr schön, schauen gut aus. Danke. Lassen Sie uns doch mal so ein bisschen über den Beruf des Politikers sprechen. Man sagt immer, ja, die Politiker und ja, die entscheiden zu wenig, aber momentan der Beruf des Politikers ist ein ganz harter Job. Ja, ich überschaue jetzt eine lange Zeit schon, war ja 40 Jahre Mitglied des Landtags und 20 Jahre in führenden Positionen. Es ist ein harter Beruf und man kann eigentlich nie zur Ruhe kommen, denn ständig gibt es etwas Neues. Aber man muss auf neue Situationen sich einstellen. Die Globalisierung, die moderne Technik, Digitalisierung fordert im Grunde auch die Politik enorm heraus. Und natürlich auch die großen weltbewegenden Themen im Moment, Krieg in der Ukraine, dann natürlich die Klimaproblematik. Also es ist in der Tat ein sehr fordernder Beruf, der leider die Anerkennung bei den Bürgern nicht so hat, wie er es eigentlich verdienen würde. Und man meint also immer, ja, die Politiker entscheiden nicht, aber wenn man da mal so schaut, der Beruf des Politikers ist ja ein Beruf, im Grunde ist 7 Tage die Woche, 24 Stunden manchmal am Tag und 365 Tage im Jahr. Also das heißt, man kommt, wie Sie richtig sagen, man kommt nie zur Ruhe. Und jetzt kommt ja natürlich noch die Abhängigkeiten dazu, zum Beispiel die Lieferantenketten brechen weg, die Mikrochips kommen nicht, weil wir da abhängig sind. Ja. Jetzt Energie, Gas, Öl etc., diese Abhängigkeit, kann man sagen, ja, wieso haben wir das nicht? Auf der anderen Seite muss man sagen, die Russen waren ja über viele, viele Jahre sehr gute Lieferanten, hat es nie irgendwie einen Ärger gegeben. Ja? Also Sie nennen ja die ganz großen Probleme, vor denen wir sind. Nun muss man sagen, Politik ist immer Problemlösung. Und so 7 goldene Jahre wird man nie auf die Dauer haben. Also wir sind in schwierigen Fahrwassern. Es kommt aber noch etwas dazu. Und es ist heute die Erwartung der Bürger. Im Grunde hält man nicht viel von den Politikern, sie sollen aber alle sofort, wenn es geht, alle Probleme lösen. Das heißt, es ist ein Erwartungshorizont da, den man normalerweise gar nicht erfüllen kann, auch bei bestem Willen und bei größtem Einsatz. Und das macht es mitunter sehr schwierig. Und ein zweites gesellschaftliches Phänomen sehe ich, die Spaltung unserer Gesellschaft. Man sieht es ja jetzt auch in Frankreich, nimmt immer mehr zu, immer mehr Gruppeninteressen, immer mehr individuelle Interessen und das Gemeinwohl, das Verbindende wird leider immer weniger gesehen und auch das macht es schwieriger. Also ich will nicht jammern, Politik ist ein großartiger Beruf. Ich habe meine Erfüllung darin gefunden, muss man sagen, aber man muss wissen, man muss hart arbeiten. Kann man sagen, dass die Politiker im Grunde gar nicht die Zeit haben, um auch mal über sich selbst zu sprechen? Also zum Beispiel, wenn man mal so reinschaut, so ein Ministerpräsident von Bayern oder auch in den anderen Ländern, der hat ja im Grunde fast keine Privatzeit. Also das heißt, da passiert immer was, dann gibt es einen 100-jährigen Geburtstag, dann erwarten die, wieso hat der Söder nicht gratuliert, was er ja macht. Aber da gibt es ja so viele kleine Dinge, also auch die lokalen Themen. Also das mit der Privatzeit, dass da wenig da ist, da würde ich keinen bedauern. Es muss ja keiner Politiker werden. Ja? Und das haben auch viele Leute in der Wirtschaft nicht. Wenn ich heute mal einen Mittelständler nehme, der kämpft mehr oder weniger um seine Existenz, um die Marktposition, der ist auch rund um die Uhr mit dem Kopf im Geschäft. Was ich bedauere ist, dass man eigentlich zu wenig Zeit hat zum Nachdenken. Weil eben die Hektik unserer Zeit auch enorm ist. Ich glaube, so schnelllebig war bisher noch kein Zeitabschnitt wie jetzt. Und das lässt einem kaum die Zeit,
also alle Entscheidungen wirklich genau zu überprüfen, nachzudenken. Und das macht das Geschäft natürlich schwieriger. Eigentlich musste man ja auch immer wieder ein Buch lesen und mit interessanten Leuten wie mit Ihnen reden beispielsweise. Ja? Das gibt ja alles was. Ja? Also der Input, wenn der nur noch von den Akten kommt und von den politischen Insidern kommt, dann ist es schwierig, weil man dann vom Leben zu weit weg ist. Also das halte ich für eine besondere Aufgabe der Politiker, also hier sich auch kulturell weiterzubilden. Wenn wir mal schauen, Herr Huber, die elektronischen digitalen Medien. Man wird ja auch dermaßen überschüttet, im Grunde meistens mit Problemnachrichten. Ja? Also wenn man mal schaut, wir sind jetzt irgendwie noch nicht von Corona, also es läuft man immer mit Masken rum, man hat wieder das Gefühl, es ist wieder so wie früher. Aber da kommt ja wieder mindestens am Tag fünfmal kommt ja, aber die nächste Coronavirus-Geschichte lauert schon. Das heißt, die Menschen kriegen ja auch Ängste. Und Politiker, so kann man manchmal vor, dürfen fast keine Angst haben, ja, weil sie haben jetzt momentan auch so viele Botschaften, die im Grunde negativ sind. Und da muss man natürlich auch drauf gehen. Man kann nicht sagen, das übergehen wir jetzt einmal. Ja. Das ist, oder jetzt zum Beispiel Herr Lauterbach, der also, ich habe den kürzlich mal mir angetan, ich glaub, was erzählt der? Also der kommt ja selber dann in den Wald rein. Also da weißt du nicht genau, was ist jetzt? Ja, und der nächste Impfstoff kommt oder kommt er nicht? Also wo man wirklich denkt, was passiert denn jetzt? Oder muss man sich jetzt nochmal impfen lassen? Was ist mit den Ungeimpften? Und. Also das heißt, die negativen Botschaften ist ja ein Tagesgeschäft von Politikern. Ja, das ist im Grunde nichts Neues. Schwierigkeiten gab es immer, Probleme gab es immer. Ja, aber jetzt sind sie schon existenzbedrohlich. Jetzt ist es vor allem die Dynamik, die dahinter ist. Und deshalb, glaube ich, dürfen Politiker oder sollten einen Fehler nicht machen, dass sie eben, wie Trump das gemacht hat, weil er Facebook und Twitter regieren. Denn dann ist man mehr oder weniger in dieser ungeheuren Dynamik drin, dass man gar nicht mehr zum Denken kommt. Ich glaube, man muss sich da mal rausnehmen, muss wieder einen Überblick gewinnen und aus diesem Überblick heraus Entscheidungen treffen. Ich halte es für eine große Gefahr, wenn man meint, über Twitter und Facebook regieren zu können, sondern das Gespräch mit Fachleuten beispielsweise ist sehr wichtig, die Vorbereitung von Entscheidungen, aber dann auch das Durchziehen und nicht dann wieder eine eigene Entscheidung am nächsten Tag in Frage stellen. Ich glaube, die Bürger erwarten vom Politiker auch so etwas wie Stabilität. Wir sollen schon auch eine Orientierung geben in dieser komplexen Welt, die auch die Menschen ja überfordert. Ja? In dieser komplexen Welt wie ein Leuchtturm zu stehen, das wäre mein Wunsch an die aktiv tätigen Politiker. Wie man, Sie waren ja 50 Jahre, jetzt sind Sie im politischen Geschäft. Nach wie vor, wenn Sie irgendwie merken, das gefällt mir an Ihnen, irgendwie muss ich mir jetzt meinen Mund aufmachen, jetzt muss ich mal wieder Botschaft, und die Medien gehen ja da sofort drauf, wenn Sie sagen, weil Sie sind ja schon auch jemand, der sagt, also so ein bisschen, ich sage jetzt mal, für mich sind Sie so ein bisschen so der Uli Hoeneß, ja, der Politik. Der Uli Hoeneß, wenn er sagt, jetzt reicht's, dann kommt einfach mal ein Ruf und der passt. Weil da sagen alle, recht hat er, ja, recht hat er. Aber wenn man jetzt einfach mal schaut, dieses politische Geschäft, wie war denn das aus Ihrer Zeit? Da gab es ja auch Krisen, da gab es, ich kann mich erinnern, Erdölkrise. Wie war denn das bei Ihnen? Wichtig ist natürlich, das dürfen wir ja nie vergessen, Um Spitzenpolitiker sind ja auch tolle, tolle Menschen drumherum. Also die Staatskanzlei, die ist schon sehr wichtig. Also da sind helle Köpfe. Ja. Ich war ja lange in der Staatskanzlei. Wie war denn das bei Ihnen? Man hat exzellente Mitarbeiter. Ja. Die Gefahr heute ist, dass man auf die immer weniger hört, sondern sich von diesem Fluss der Zeit, von dem Tempo, mitreißen lässt. Also Uli Hoeneß poltert immer hier und da. Ich möchte eigentlich nicht so sehr Polterer sein, aber jetzt, um ein Beispiel zu nennen, ich war wahrscheinlich einer der Ersten, überhaupt vielleicht der Erste, der gesagt hat, wir müssen die Kernkraftwerke länger laufen lassen. Nicht, weil ich verliebt wäre in die Kernkraft, hat ihre Probleme, gar keine Frage. Aber wenn man mal sieht, die Alternative ist mehr Kohleverbrennung, Klimaproblematik oder noch ein paar Jahre, die jetzt gut laufenden Kernkraftwerke weiter zu betreiben, dann halte ich das für eine gute Überlegung.
Und das habe ich in die Diskussion eingebracht. Zunächst hat man gesagt, naja, der alte Huber hängt immer noch an der Kernkraft. In der Zwischenzeit, glaube ich, ist eine Mehrheit der Bevölkerung klar dafür. Und man könnte eigentlich SPD und Grüne nur raten, auf die Mehrheit der Bevölkerung zu hören. Da möchte ich mal kurz wirklich meine bescheidene Meinung dazu sagen. Man muss ja mal schauen, Kernkraft, wir sind umzingelt in Europa von Kernkraftländern. Frankreich, Tschechien, also Schweiz. Finnland nimmt heuer so, also der Sicherheitsfaktor, wenn da mal etwas explodieren würde, also die Atomkraft, die macht ja nicht an der Grenze Deutschland Halt. Dann haben wir parallel eine riesige Entwicklung in der Elektronik. Also ich habe kürzlich mit Herrn Trautmann, den kennen Sie wahrscheinlich auch, der den Münchner Flughafen maßgeblich mitgebaut hat, der hat mir gesagt, Mensch, alles schön, ich bin jetzt kürzlich mit dem A350 geflogen. Der hat 8 Sicherheitsstufen drin und fliegt also 1000 Meter höher über die normale. Da hören Sie nichts mehr, die Luft ist ganz anders. Also man hört den Flieger nicht mehr. Ich bin jetzt kürzlich von Doha da rüber geflogen. Man hört das nicht mehr. Und man fühlt sich so. Das heißt, die Elektronik muss man doch einmal mit in die Waagschale bringen. Man kann ja halt sicherheitsmäßig elektronisch so viel tun. So viel tun. Und jetzt bleiben wir dabei. Wir wollten ja schon seit 40 Jahren irgendwie aus der Kohle aussteigen. Und jetzt kommt wieder dieser, jetzt machen wir wieder Kohle. Ich glaube auch, dass diese Situation, dass eben Russland halt sagt, logischerweise, jetzt müssen wir ein bisschen logischerweise auch Sanktionen machen, dass das auch in der Krise wieder eine Beschleunigung bringt, dass man ihm sagt. Also ich glaube, dass es insgesamt zur Globalisierung keine Alternative gibt. Wir werden wirtschaftlich immer verfochten sein mit ein paar hundert Staaten auf der Welt. Und die Klimaproblematik ist nur gemeinsam zu lösen, nicht von einem Land allein. Das heißt also, zur Globalisierung gibt es keine Alternative. Aber wir müssen schauen, dass wir nicht einseitige Abhängigkeiten so stark haben wie beim Erdgas. Oder bei den Mikrochips. Das wird, oder bei den Mikrochips, oder vielleicht auch manchmal beim Außenhandel von China. Da ist natürlich die Abhängigkeit schon sehr groß. Das heißt also, wir müssen versuchen, wie man eigentlich bei der Anlagestrategie macht, diversifizieren. Das heißt also, schön verteilen. Und das ist eine wichtige Aufgabe der Wirtschaftspolitik der Zukunft. Herr Huber, was ich kürzlich gesehen habe in einem Interview von Ihnen, habe ich gedacht, da haben Sie sich ja fast bei den Grünen entschuldigt. Es tut mir jetzt zwar weh. Jetzt wollen wir es nicht übertreiben. Ja. Aber so kam das rüber bei mir. Jetzt muss ich mal sagen, ich habe natürlich in der Tat immer, und das war ja nicht ganz falsch, die Grünen in die linke Ecke der Ideologen gestellt. Aber es ist auch eine Wandlung eingetreten. Es ist nicht bloß so, dass mein Urteil sich geändert hätte, sondern von den Linken, Trittin und wie sie hießen, zu den heutigen Grünen ist ein großer Unterschied. Sie haben eine Bewegung hingemacht, schreibe ich vor allem Habeck und Baerbock zu, hin zu einer ganz realistischen Politik. Sie haben gesehen, sie kommen in eine ideologische Sackgasse, haben rechtzeitig erkannt, dass das keine Zukunft ist und dass die nach 40 Jahren Pazifismus an der Spitze derer stehen, die sagen, Waffen liefern, das ist schon eine starke Leistung. Und die noch größere, also bevor ich in Schwärmen komme, die noch größere ist es, das glaubwürdig darzustellen. Also wenn man den Habeck im Fernsehen sieht, dann meint man direkt, die Gewissensbisse nachzuvollziehen, die der hat. Er macht sich's schwer. Das glaube ich ihm sogar. Und er vermittelt das auch. Und damit gehen die Leute so eine 180-Grad-Wende dann auch mit. Ich hoffe, dass die Grünen so bleiben. Vielleicht ist es dann, wie jetzt in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen, auch immer eine Alternative für Bayern. Ich könnte mir gut vorstellen, dass Bayern einmal schwarz-grün regiert wird. Das wäre zum Vorteil von beiden. Ja. Bleiben wir mal dabei, in knapp einem Jahr, im Mai, ist die Landtagswahl in Bayern. Jetzt die neuesten Zahlen, die Forsa rausgibt, liegt die CSU irgendwo bei 40%. Ministerpräsident Söder ist unangefochten, 53% der Bayern lieben den Ministerpräsidenten. Jetzt fragen wir mal, liegt das... Also Sie schätzen ihn. Sie schätzen ihn. Das übertreiben wir nicht. Ja, genau, Sie schätzen ihn. Wie ist es bei Ihnen? Natürlich. Also der ist ein hochintelligenter, sehr begabter Politiker. Und ich bin auch überzeugt, er wird die CSU 2023
September dürften die Wahlen sein oder Oktober, zu einem Wahlerfolg führen. Wobei man sagen muss, die Zeiten von Strauß sind vorbei. Die Gesellschaft ist heute so in Bewegung. Absolute Mehrheiten sind heute nicht mehr drin. Das muss man einfach mal ganz realistisch sehen. Und wenn man mal sieht, in Italien, in Frankreich, die alten Parteien sind untergegangen. Dass sich die CSU jetzt über 70 Jahre so hervorragend hält, 70 Jahre dieses Land regiert, ist eine großartige Leistung. Und da wollen wir also schon noch 30 Jahre dranhängen, sodass wir 100 Jahre erreichen. Gut, aber jetzt sagen wir, liegt das jetzt an der CSU oder an der schwachen Opposition in Bayern? Weil es kommt immer alles zusammen. Ja. Also man muss natürlich schon stark spielen. Einfach nur darauf zu rechnen, dass die Gegner schwach sind, das reicht natürlich nicht. Aber ein Gegner, der schwächelt, macht es einem ein bisschen leichter, Tore zu schießen. Ja? Und ich will jetzt die anderen Parteien ja gar nicht schlecht machen in Bayern, aber die SPD und auch die FDP, sie kommen nicht so richtig hoch, muss man sagen. Vielleicht fehlt es am Personal oder auch an Visionen. Jedenfalls, wir können ja nicht sagen, wir machen uns selber schwächer, weil die anderen schwach sind, sondern das ist eine Aufgabe der CSU, einen Regierungsauftrag anzustreben, dann mit vernünftigen Koalitionspartnern Bayern an der Spitze zu halten. Auch das wird schwieriger werden. Sowohl München wie Bayern sind vor Herausforderungen, die nicht einfach eine Fortsetzung des Erfolgswegs garantieren. Und gerade über die vielen, vielen Jahre, wo Bayern wirklich Vorzeigeland war und auch noch ist, gibt es natürlich auch gewisse Strömungen in anderen Bereichen in Deutschland, die das einfach sagen, jetzt bei den Bayern schaut es auch nicht mehr so aus, haben auch nicht mehr diese Vormachtstellung. Das kommt natürlich auch noch dazu. Ja. Also das heißt, wir haben ja auch, sagen wir mal, wenn man mal CSU-mäßig denkt, wir haben ja, sagen wir mal, nicht so viele Vertreter in Berlin. Ja. In der Regierung sitzt überhaupt kein Minister. Das ist natürlich schon ein Nachteil, auch natürlich für die regierende Partei, weil die Ideen der Partei hier, CSU, sind ja nicht so schlecht gewesen. Ja. Wenn man es zunächst mal von den Strukturen her nimmt, Bayern ist groß geworden mit den Raffinerien, mit dem Öl aus dem Süden und dann mit der Kernenergie. Also die Energieversorgung sicher und preisgünstig. Da sind wir jetzt im Grunde weg. Wir haben kein großes Energieunternehmen mehr in Bayern. Wir sind selber aus der Kernkraft ausgestiegen. Wir sind kein Windland, das muss man mal objektiv sagen. Das heißt also, die Energieversorgung wird in Bayern schwieriger werden. Und das begünstigt den Norden, den windreichen Norden. Und der Wettbewerb wird härter werden. Also wir werden uns noch massiv anstrengen müssen. Bildung und die Manpower wird noch wichtiger werden. Die Spitzentechnologie, künstliche Intelligenz und dergleichen auszubauen, Wasserstoff. Also es kommt vieles an wegweisenden Entscheidungen auf uns zu. Also es fällt uns nichts vom Himmel runter. Ich war vor zwei Tagen war ich bei einem sehr, sagen wir mal, schnellen Autohersteller in Stuttgart. Und es war sehr interessant, wie dieses Unternehmen sich da aufstellt. Und dann ging es auch darum, dass eben diese ganzen Geschichten Homeoffice, dass die Leute sagen, wir wollen wieder in die analoge Welt rein. Wir wollen nicht nur alles digitalisiermäßig sagen wir, abhandeln. Ja? Wie sehen Sie denn die Digitalisierung? Jeder sagt, ja, wir können jetzt irgendwie einen Videocall machen oder so. Aber ist das nicht auch ein bisschen gefährlich, wenn wir uns so ein bisschen entmenschlichen? Also es gibt da überhaupt keine Chance auszusteigen. Entweder wir sind bei dieser modernen Technik dabei, also bei der Computerisierung, bei der digitalen Welt in Sachen Kommunikation, Entwicklung oder wenn Sie beim Auto sind, ich bin überzeugt davon, in 10 Jahren wird es das autonome Fahren geben. Das gibt es natürlich nur mit der digitalen Technik. Ich werde es ja nicht mehr so erleben, vielleicht kriege ich noch ein Auto, das völlig alleine fährt. Also wir werden in der Zukunft nicht mehr selber bremsen und steuern und dergleichen mehr. Das macht das Auto. Und das ist die Zukunft. Entweder wir sind bei der Zukunft dabei oder wir steigen ab. Ich bin lieber dabei bei den Winnern. Aber die Technologie hilft ja uns Menschen. Aber es darf nie sein, dass sie den Menschen im Grunde überholt. Weil jetzt bleiben wir dabei,
also praktisch das autonome Fahren, das ist ja im Grunde, da spricht die Straße mit dem Auto. Der Computer im Auto, ja, der steuert der nimmt alle Informationen auf und der, muss man mal sagen, fährt viel sicherer. Wir haben jetzt 5.000 Tote auf den Straßen und 100.000 Verletzte. Die Vision wäre mit autonomen Fahren null Verkehrstote. Null. Aber das ist das, doch, das, aber so weit sollst du nicht. Nein. Jetzt noch nicht. Aber in 15 Jahren ist das möglich. Ja? Also, oder nehmen wir ein anderes Beispiel, weil wir müssen da vielleicht ein bisschen provozieren. Ich glaube, dass in vielen Pflegebereichen der Pflegeroboter, auch wenn mir das nicht sehr sympathisch ist, weil ich lieber mit Menschen rede, der Pflegeroboter gang und gäbe ist. Wir werden einen Mangel an Pflegekräften immer haben. Und da wird der Computer kommen. Und der wird nicht nur weil wegen körperliche Leistungen erbringen und die Tabletten und dergleichen zuordnen, sondern der wird auch sagen, guten Morgen, Herr Huber, wie geht's Ihnen denn heute? Heute scheint die Sonne wieder. Das ist die Welt der nächsten 15 Jahre. Sie sehen, es ist eine glanzvolle Perspektive. Nur wir müssen natürlich auch die Risiken sehen, da haben Sie völlig recht. Aber aussteigen geht nicht, sondern wir müssen die Risiken eingrenzen. Und natürlich muss der Mensch das Maß der Dinge sein. Ich komme noch mal dazu, zu dem Autohersteller in Stuttgart. Da hatte man die Möglichkeit, mal so mit Testfahrern mitzufahren. Sie können sich nicht vorstellen, da hat der, es war so ein größeres Auto, da hat der so was war es denn da? Hat der die Straßenbeschaffenheit eingegeben. Ja? Da hat er eingegeben, welche Kurve, also ich weiß nicht, ob man das spielt. Und dann ist der los, dann ist er auf 60% Steigung rauf. Ich habe gedacht, ich stirb. Aber die Technik, die ist heute schon Wahnsinn. Dennoch, das Menschliche, das ist ja... Glauben Sie einmal, dass es einen elektronischen Politiker gibt? Nein, es bleibt immer natürlich eine Frage von... Der Computer kann die letzte Entscheidung nicht treffen. Der läuft nach einem, wenn man so will, simplen Programm. Und der Mensch muss es eingeben. Das Programm muss man eingeben. Ja, ja. Das heißt also, es bleibt immer ein Raum für menschliche Entscheidungen. Ja? Aber ich möchte diese ungeheuren Möglichkeiten, die da drin sind, auf die können wir nicht verzichten. Wir dürfen uns auf der anderen Seite nicht abhängig machen. Und ich möchte keine Politiker wie Trump, der am Tag ein paar hundert Tweets absetzt und meint, auf diese Art und Weise könne man regieren. Das ist ein Unfug. Ja? Man kann lügen, wie man das gesehen hat, aber nicht regieren. Jetzt gehen wir mal zurück. Sie haben, ja, kann man fast sagen, sind ja so ein bisschen ein Franz Josef Strauß Schüler. Kann man schon sagen, oder? Jetzt gehen wir mal zurück. Sie haben etwas Schönes gesagt, Herr Huber. Man hat nicht mehr so viel Zeit oder die Politiker zum Denken. Jetzt früher haben Sie sicherlich, wie wir alle, sind ja so in der gleichen Zeit geboren, hat man den Franz Josef Strauß verehrt. Er war also geistig fantastisch. Jetzt haben Sie ja so ein bisschen den Geist von Franz Josef Strauß nicht verlassen, der ist in Ihnen. Aber jetzt sind Sie ja eher bei Sokrates, bei Kant, ja, bei den großen Philosophen. Sie haben also ein Philosophikum abgelegt, 6 Semester studiert, also Kompliment. Das ist, also das kriegt man nicht bei Aldi, gell? Also das ist, ja, da steckt schon was dahinter. Und Sie haben vollkommen recht, dieses richtige Denken, dieses sich Zeit nehmen für Denken, wenn man also so in der Hamsterrolle drin ist, hast du überhaupt keine Zeit, also du hast, da kommt, so. Das ist ja schon etwas Wunderbares. Beschreiben Sie doch mal, aus Ihrer Sicht, also ich bin ja da auch ein Fan der Philosophie, beschreiben Sie doch mal aus Ihrer Sicht, warum ist es so wichtig, ein gelungenes Leben anzustreben. Wenn man so alles, Sie haben ja auch politisch Höhen gehabt, ab und zu Tiefen, aber da muss ja noch was kommen. Und wie sind Sie denn da drauf gekommen, einfach zu sagen, ich fange jetzt ein Studium an? Also zunächst mal ganz praktisch, man fährt ja Highspeed als Politiker, ja. Und ich habe dann 2018 aufgehört, nach 40 Jahren Landtag ist auch Zeit geworden und ich wollte auch den jüngeren Kräften natürlich jetzt, die am Anfang sind, die Chance geben, sich entsprechend einzuarbeiten.
Aber man kann ja nicht dann sagen, jetzt setze ich mich zu Hause hin und warte, bis die Sonne aufgeht. Sondern man muss die Aktivität weiterführen. Und ich wollte dann ganz was anderes machen. Ja? Ich hätte auch so Wirtschaftswissenschaften noch weiter studieren können. Aber ich wollte ganz was anderes machen und Philosophie ist etwas anderes. Aber da müssen Sie ja draufgekommen sein. Wie haben Sie schon vorher so ein bisschen kokettiert? Ich hab vorher in der Zeitung gelesen, da bin ich über Erwin Teufel eigentlich draufgekommen. Der war ja hier an der Hochschule für Philosophie. Und das habe ich irgendwo im Hinterkopf gehabt. Und dann habe ich gedacht, das wäre vielleicht auch für mich etwas, ja, völlig umzuschalten. Man lernt in der Philosophie zunächst einmal das Staunen. Man lernt das Nachdenken. Man lernt Zusammenhänge, um vielleicht größere Zusammenhänge herzustellen. Und man kann natürlich in der Tat von den Großen, Platon und Sokrates, Aristoteles, auch heute noch was lernen. Und zum Beispiel, was Sie sagen, Glück, in der Tat hat sich vor 2500 Jahren die Philosophie schon damit beschäftigt, ist Glück ein Lebensziel? Würden viele Menschen sagen, ja. Nur Glück, sagt uns die Philosophie, ist kein Dauerzustand, sondern das ist temporär und ein gelungenes Leben. Sie sind ja ein Philosoph. Ein gelungenes Leben ist tatsächlich seit Aristoteles eine Leitschnur für das Leben, gelungenes Leben. Man muss aber dieses Leben selber gelingend machen. Das ist die Erkenntnis. Also man ist ja auch, Philosophie braucht man ja auch, wenn man den Sinn des Lebens sucht. Also, weil viel Geld verdienen, das ist nicht der echte Sinn des Lebens. Aber die Philosophie ist ja auch eine Wissenschaft des Zweifelns. Das ist richtig. Es gibt in der Philosophie im Gegensatz zur Mathematik und meinetwegen zu Naturwissenschaften keine ewigen Gesetze. Sondern es gibt praktisch Theorien, die immer angezweifelt werden. Der Kant muss ja nun Kant zitieren, ja, hat er gesagt, es muss sich vor dem Gerichtshof der Vernunft muss sich eine Theorie bestätigen. Ja. Das heißt, der Ludwig Wittgenstein würde jetzt zu Ihnen sagen, die Frage nach dem Sinn des Lebens ist falsch gestellt. Es gibt den Sinn des Lebens nämlich nicht, sondern jeder muss sich selber den Sinn seines Lebens überlegen und danach arbeiten. Also ich finde in keinem Buch, auch nicht im Schlauesten der Theologie und der Philosophie oder sonst irgendwo, die Antwort auf die Frage, was ist der Sinn meines Lebens? Ich muss mir selber, und das ist vielleicht das Werkzeug, das die Philosophie geben kann, ich muss mir selber überlegen, welchen Sinn möchte ich meinem eigenen Leben geben. Was mir auffällt, ich kenne Sie ja schon sehr, sehr lange, Ihre Körpersprache ist weiter geworden. Also, das fällt mir auf. Wenn Sie reden, dann spürt man jetzt ist der Politiker zwar noch da, aber jetzt kommt der Philosoph. Jetzt bleiben wir mal dabei. Eine der wichtigsten Fragen, also zum Beispiel, ich habe mal Professor Bort, den wir ja beide gut kennen, haben wir mal eine Fernsehsendung gemacht in 4 Jahreszeit mit Zuschauern zum Thema: Gibt es ein Leben nach dem Tod? War meine Frau dabei und dann sind wir anschließend noch auf den Trink gegangen, da in die Bar München, und dann sagt meine Frau, ja, wo soll ich denn mal begraben sein? Dann sage ich so, ja, also du bist Schweizerin und so, und dann hat die plötzlich, auch durch die Sendung natürlich, ist ja schon eine entscheidende Frage, das ist ja schon eine Philosophie. Ich meine, das erlebt ja jeder, ob es ein Leben nach dem Tod gibt, erst muss man erst sterben. Es gibt keinen Beweis. Auch kann einer noch so gut theologisch das rüberbringen, aber es gibt keinen Beweis. Also gut. Sie fing fürchterlich zu weinen an, fürchterlich zu weinen. Dann sagt der Professor Bort, Mensch, Erich, habt ihr ein Familiengrab oder so? Jetzt kommt's. Dann sage ich, nein. Dann habe ich am nächsten Tag ich den Ostfried angerufen und gesagt, Sie, wir hätten gerne mal so eine Frage. Gibt's? Sagt, ja, Sie nehmen wir gern. So. Dann haben wir irgendwann ein schönes Grab am Ostfriedhof gekauft. Und dann, jetzt kommt einer der großen Philosophen, war Professor Albert Keller. Und den habe ich das erste Mal erlebt. Hier in München, ja. In München, zwar in der Michaelskirche, bin ich mal reingegangen. Der hat gepredigt von der Kanzel oben.
Und so zum Beispiel so seine Predigen ging los, weil wenn ich jetzt da durch die Fußgängerzone, wenn ich mal reinschaue, wie viele Menschen werden da lügen und so. Der hat immer so dem Volk aufs Maul gepredigt. Und dann plötzlich steigt der aus der Predigt, die war dabei, und sagt, und Liebe ist stärker als der Tod. Also mir Blitz trifft. Und dann, also habe ich gesagt, das muss aufs Grab. Und da steht dort, ja. Liebe ist stärker bei unserem Grab, Familiengrab steht nur löschern, steht Liebe ist, da bleibt viel stehen. Also Liebe, das ist schon auch etwas Wichtiges. Weil Liebe ist das Höchste. Dann kommen wir, also wir in Bayern sagen immer, ich hab die gern oder ich mag die. Aber das ist nicht vergleichbar, wenn wir sagen, ich liebe dich. Also ein gelungenes Leben, um auf diesen Lebenssinn zurückzukommen, gibt es eigentlich ohne Liebe nicht, die man geben muss, aber auch erhalten kann. Ja? Weil Sie gesagt haben, meine Körpersprache wird weiter. Ist so. Da muss man sehen, mit das schwierigste Amt, kommt ja auf den Sinn des Lebens und den Tod nochmal zurück, das schwierigste Amt ist Generalsekretär, denn man ist da eingepfercht wie in einer Uniform. Das heißt also, man ist Kämpfer und muss eine Sache im Kopf hinhalten, ob sie nun richtig ist oder falsch. Aber fast wie ein Soldat. Und wie Soldat. Wie Parteisoldat. Ja, genau. Und damit prägt sich ein Image. Und ich glaube, dass viele, die mich später kennengelernt haben, auch im Land darauf von der Opposition, die gesagt haben, das ist ja ganz andere. Der Huber ist doch eigentlich gar nicht so. Ja? Da habe ich mal als Motto ein Wort von Ödin von Horvath gewählt. Ja? Ich bin eigentlich ganz anders. Ich komme nur so selten dazu. Das heißt also, wir Politiker sind ja auch in einem Klischee. Und aus diesem Klischee und nicht nach der Wirklichkeit werden wir beurteilt. Ja, mit dem Tod muss jeder sich selber auseinandersetzen. Also es hat ein großer Philosoph einmal gesagt, Philosophieren heißt sterben lernen. Also das will ich jetzt nicht damit verbinden. Aber die Frage, dass wir endlich sind, kontingent, sagt der Philosoph, das gehört dann eigentlich zum Wissen dazu, unterscheidet uns auch vom Tier. Das Tier weiß nicht, dass es einmal sterben muss. Wir Menschen wissen das. Und wir können uns darauf einstellen. Und sicherlich ist etwas, die Spuren, die wir hinterlassen, auch im irdischen Leben, sind natürlich etwas, die mit dem Tod nicht verschwinden. Und je mehr Spuren, vielleicht auch in anderen Menschen, wir hinterlassen, je mehr Gutes wir tun, je verträglicher wir sind, je mehr wir für den Frieden im Kleinen und Großen beigetragen haben, gute Werke, würde man religiös sagen, wir getan haben, das bleibt bestehen. Also ich persönlich glaube an ein Leben nach dem Tod. Es ist heute für den Christen schwieriger geworden. Früher im ptolemäischen Weltbild war hier die Erde, oben der Himmel. Und wenn ich hier brav bin, komme ich einmal in den Himmel. Ja? Mit Kopernikus und Galilei hat sich das Weltbild völlig verändert. Ja? Wir sind jetzt auf einem Klumpen, der irgendwo im Universum kreist. Und da ist es schwieriger, den Gott zu finden. Also es ist heute eigentlich das Glauben für den Menschen schwieriger als in früheren Zeiten. Es ist auch das Leben durch die Komplexität und die Dynamik schwieriger als in früheren Zeiten. Aber dafür hat uns ja der liebe Gott ein Hirn gegeben und Gott sei Dank den Bayern sehr viel. Und deshalb können wir das auch schaffen. Ja. Aber Sie sind ja jetzt, sagen wir mal, Sie spielen in einer Liga, wo viele Menschen, wie soll ich sagen, gerne hinwollen, aber da braucht es ja dazu Werte, da braucht es Disziplin, da braucht es, sagen wir mal, weg von dem Erfolg ist alles, sondern da muss man ja auch, und wenn man sagen wir mal, philosophisch sich befasst, braucht man ja manchmal längere Zeit in einem Dialog. Und ich merke das ja, auch bei mir, ich habe ja wahnsinnig viele Philosophen und das tut mir so gut. Und das sind Gespräche, wo nicht einmal irgendwie Geld vorkommt, sondern wo man einfach merkt, das gibt einem was. Und sagen wir mal, ein Gespräch mit einem Philosophen ist ja auch eine, sagen wir mal, eine Garantie für eine gute Nachtruhe. Ja, es kann natürlich auch aufregend sein. Ja, ja, aber dann nach der Aufregung merkt aber man jetzt. Wenn man sagt, also die 3 Jahre oder 4 Jahre fast, in der ich jetzt. Sie haben 6 Semester gemacht. Ja, und mache jetzt noch weiter.
an der Hochschule für Philosophie bin, das ist eine echte Bereicherung für mein Leben. Das heißt, das fällt einem nicht zu. Also diese Weitung des Blickes, ja, mit dem Strauß ist es auch durch Gymnasium, und da hat er ja noch Latein und Griechisch lernen müssen und konnte ja. Die großen Lateiner im Original lesen. Da ist es vielleicht von der Ausbildung oder von der Bildung her mehr gekommen. Heute muss man sich das auch zum Teil erarbeiten. Die Angebote sind da. Ich glaube, die Angebote heute für Bildung, Weiterbildung, Vertiefung, die sind so großartig wie nie zuvor. Nur, jetzt muss ich fast das Wort eines früheren Wirtschaftsministers, Karl Schiller, nehmen, der sagt, wir können die Pferde nur zur Tränke führen. Saufen müssen sie schon selber. Das heißt, wir können ein großartiges Bildungsangebot, auch Freizeitangebote und alles Mögliche anbieten, aber der Mensch muss selber entscheiden, will ich trinken, bringe ich die Kraft auf, die Disziplin, die Hartnäckigkeit, und damit ist jeder seines Glückes Schmied. Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied und soll nicht hoffen, dass das der liebe Gott für ihn macht. Herr Huber, lassen Sie uns nochmal aktuell werden. Die Welt wird bedroht. Also ich war jetzt kürzlich in Vietnam, da redet keiner über den Angriffskrieg von Putin. Da ist man wieder ganz weit weg oder so angeblich. Aber dennoch, Sie haben ja mal Putin persönlich kennengelernt. Sie waren, ich glaube, zweimal haben Sie ihn kennengelernt. Ja. Diese Veränderung, auf was führen Sie das zurück? Also das war sehr schwierig, ein Psychogramm zu machen. Also ich war einmal näher dort, und zwar einige Stunden. Da hat er Edmund Stoiber verabschiedet. Der spricht auch Deutsch, oder? 2007 war das. Er spricht exzellent Deutsch. Also ich glaube, der hat in diesen 3 oder 4 Stunden, wo wir haben ein politisches Gespräch geführt, und dann war noch ein Abendessen, und dann war noch eine Parade. Er hat also in Moskau, oder? Im Kreml drin, für den Edmund Stoiber. Mhm. Und er, glaube ich, hat die ganze Zeit nur einmal beim Dolmetscher, der war zwar dabei gesessen, nach einem Wort gesucht. Sonst spricht er ein sehr schönes, gutes, sehr gut verständliches, auch modernes Deutsch. Und er ist auch gewinnend. Jedenfalls habe ich da diesen Eindruck auch gewonnen. Er ist im Bundestag gefeiert worden für eine Rede im Jahr 2001. Irgendwie hat er dann wohl, kann auch nur spekulieren, so den Knacks bekommen, er will in die Geschichte eingehen. Ja? Und wenn er jetzt fabuliert von Peter den Großen, er will also ein großrussisches Reich wiederherstellen, dann sieht man, dass er eigentlich, dass dieses Geschichtsbild zu jeder Brutalität leider die Tür öffnet. Ich meine, man kann beispielsweise Merkel oder andere nicht vorwerfen, dass sie die Nähe von Putin gesucht haben. Man muss reden. Ja, logisch. Was man ihnen vorwerfen muss, das glaube ich schon so, dass man die Konsequenzen nach der Annexion der Krim, nach dem Krieg in Georgien, nach der Krim nicht gezogen hat. Da hätte man, im Nachhinein ist man immer gescheiter, weiß ich, da hätte man sehen müssen, es ist eine Veränderung, da hat stattgefunden. Und jetzt müssen wir uns leider mit diesem Übel sehr hart und sehr lang und auch für uns sehr kostspielig auseinandersetzen. Jetzt sind Sie ja der Präsident der Bayerischen Akademie für Fernsehen. Sie gehen jetzt auch in die Medienethik rein. Ja. Als Student, kann man sagen. Ja, ich mache Medienethik als Student. Ja. Das andere ist ein Ehrenamt. Ja. Wir haben ja hier in den letzten fast 30 Jahren hat die Akademie, die aufgebaut worden ist von Burkhardt und Flemmer, also Namen der Bayerischen, vor allem des Bayerischen Rundfunks, eine Ausbildung und Weiterbildungsstätte angeboten. Wir haben in der Zwischenzeit 1600 junge Leute ausgebildet und weitergebildet für den Bereich der Medien. Auch das ist einer ungeheuren Dynamik unterworfen. Ja. Also die Kameras heute und die Technik heute ist völlig anders. Was ich jetzt feststelle, ist leider, der Medienberuf hat etwas an Attraktivität verloren. Es ist schwieriger für die Medienunternehmen Nachwuchs zu bekommen. Der Internetbereich ist noch faszinierender und wir brauchen solide Ausbildung.
Die Zeit heute zeigt ja auch, wie wichtig Pressefreiheit ist. Ja, man sagt immer im Krieg, die Wahrheit stirbt zuerst. Wir brauchen unabhängige Medien, wir brauchen hochqualifiziertes Personal und da leiste ich einen kleinen Beitrag dazu. Lieber Herr Huber, vielen herzlichen Dank für diesen, ja, politisch-philosophischen Dialog. Liebe Sie haben mich herausgefordert. Ja, ich danke. Sie mich auch. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, das war's mit Erwin Huber, ja, ein Politiker mit einer guten philosophischen Zukunft. Wir sehen uns wieder beim nächsten Brennpunkt. Bis dahin noch eine schöne Zeit. Viele namhafte Unternehmen im Sendegebiet sind Partner von München TV geworden. Mit ihnen realisieren wir Wirtschaftssendungen, die wir mit Business TV kennzeichnen. Business TV-Sendungen entstehen in inhaltlicher Zusammenarbeit und mit finanzieller Unterstützung durch unsere Businesspartner. Die eben gesehene Sendung ist ein Business TV-Format in Kooperation mit der Lejeune Academy.